So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal ein Zwischenvideo von Star Wars. Bau deinen X-Wing. Ihr wisst ja, ich habe die neue Platine bekommen. Oder was heißt, ich habe ein neues Magazin bekommen mit Platine. Ich hatte heute Zeit, es alles zusammenzubauen. Wie ihr seht, es passt wunderbar. Alles hinein. Die Platine habe ich jetzt natürlich noch nicht festgemacht, weil man muss ja alle Steckplätze wieder rausnehmen. Also zumindest hier ist der Empfänger. Kommt in die 9 hinein. Ist der 1, der hier vorne ist, als Dreier. Dann habe ich hier den Schalter. Ihr seht es. Umschalten. Man sollte dann eigentlich den Test starten können. Aber Batterien unten drinne und keine Beleuchtung. Ich halte mal so hin. Es sollten ja dann zumindest Beleuchtung sein. Es funktioniert nicht. Der Motor springt auch nicht an. So, und dann habe ich mir gedacht, halt, stopp. Der Empfänger und diese Fernbedienung war ja drin. Vielleicht ist ja da ein bestimmter Code. Das vielleicht, weil ich ja das neue Magazin bekommen habe, könnte es ja vielleicht sein, dass die Batterie, also dass da in die Fernbedienung ein Code ist. Tausche ich also meine Fernbedienung aus. Und ja, ihr braucht nicht zu fragen. Die Batterien sind voll. Ich habe sie getestet in eine Lampe. Sie leuchtet wunderbar. Batterien umgesteckt in die zweite Fernbedienung, die ich besitze. Und dasselbe Problem. Ich kann den Schalter umstecken. Keine Beleuchtung. Kein Motor. Also, es ist immer noch nicht klar, ob das Teil jetzt funktionieren soll, ob da irgendwann was draufkommt, dass es dann erst richtig funktioniert, weil Empfänger ist da, Schalter ist da, Batterien, also Strom ist da und es funktioniert nicht. Das bedeutet auch vielleicht, die Platine ist immer noch kaputt. Es ist eine kaputte Platine gekommen. So würde ich das jetzt sehen, weil ich habe mir wirklich Zeit gelassen ohne Ende, um alle Steckverbindungen hier unten auf die Platine richtig zu setzen. Vorsichtig. Ich habe mir Zeit genommen. Besonders mit dem Motor anschließen. Beide Flügelteile wieder raus. Dass die Zahnräder übereinander passen. Es passt alles. Nur nicht, es kommt nichts an. Warum? Weshalb? Wieso nicht? Weiß das vielleicht einer? Bitte vor dem nächsten Mittwoch in die Kommentare schreiben, wenn das einer weiß. Oder mir helfen kann. Vielleicht geht es nicht nur mir so, auch einige von euch. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr auch Probleme habt. Wie gesagt, zwei Fernbedienungen, ich habe die Batterien untereinander ausgetauscht. Es klappt nichts. Also, das deswegen jetzt ein kleines, kurzes Fazitvideo über De Augustini. Bau den X-Wing. Der funktioniert nicht. Empfänger da, Schalter da, umstellen. Fernbedienung austauschen und. Es gibt keine Beleuchtung, es gibt kein Geräusch, es gibt einfach gar nichts. Und ich habe wirklich Schritt für Schritt gebaut, aber nicht zu trotz. Wer es natürlich weiß, wäre schön, es mir und alle anderen Zuschauer zu sagen. Und ich sage wie immer, hoffentlich läuft das bis Mittwoch. Ihr habt mir eine korrekte Antwort gegeben. Oh, die Platine ist wirklich kaputt. Dass sich so endlich mal De Augustini in irgendein Magazin entschuldigen muss. Oder irgendwas irgendwann rauskommt. Dass die was Neues gemacht haben. Eine neue Platine in irgendein Magazin rausgeben. All das wäre schön. Also das war jetzt ein Fazitvideo. Ein Zwischenvideo von Star Wars Bau deinen X-Wing. Wer mir helfen kann, wäre richtig schön. Danke dafür. Und ich sage wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.